Willkommen zu einem neuen Video. Heute auf Wunsch in den Kommentaren wieder mal ein Update. Wie schaut's aus mit Bali? Aktuelle Situation. Jetzt reden wir drüber. Nochmal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden wir uns einmal die Situation in Bali nochmal anschauen, da meine Ausreise ja jetzt bald stattfindet. Mein erster Flug sozusagen aus Bali raus wurde gecancelt und jetzt habe ich einen neuen buchen müssen. Das heißt, ausreisen kann man nur über Jakarta und letztes Mal war es so, dass die indonesische Regierung sozusagen nur Leute, also mal Nummer 1, Einreise ist nur mehr mit vollständiger Impfung, also man muss vollständig geimpft sein, um überhaupt ins Land einzureisen, und die Quarantäne wurde von 5 auf 8 Tage in Jakarta erhöht. Das heißt, wenn ihr nach Bali kommen wollt, dann müsst ihr voll vaccinated sein und ihr müsst 8 Tage in einem Quarantänehotel in Jakarta verbringen. Ich habe mit Quarantänehotel, mit meinem Quarantänehotel, wo ich vor fast 6 Monaten hergekommen bin, eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kann nur eins sagen, bitte wählt kein Airport-Hotel aus. Die sind richtig, richtig ranzig. Zumindest in dem, wo ich war. Wo ich weiß, dass das Hotel ziemlich gut sein soll, ist das Shangri-La Hotel. Da war ein befreundetes Pärchen. Johnny und Kathy, wenn ihr noch wisst, ich habe ein Interview mit denen in Mexiko gedreht und ich mache auch relativ viel mit denen businessmäßig hier in Bali, und die sind im Shangri-La Hotel in Jakarta gewesen und das war eigentlich fein. Das heißt, gebt ein bisschen mehr Geld aus, wenn ihr nach Bali einreisen wollt, speziell jetzt in diesen Zeiten. Ihr wollt diese 5 Tage nicht in einem ranzigen Airport-Quarantäne-Hotel verbringen, glaubt mir's. Das war die Hölle. Also ich habe mir da auch eine Lebensmittelvergiftung bei der ersten Mahlzeit aufgerissen und habe die restlichen 5 Tage nur mehr Wasser trinken können, und das Zimmer war wirklich ranzig. Also genau, das heißt, macht es nicht den Fehler, eventuell Shangri-La Hotel, derzeit ein bisschen informieren, falls ihr herkommen wollt. Auf alle Fälle wisst ihr jetzt, wenn ihr einreisen wollt, tendenziell möglich mit full vaccinated Test und 8 Tage in Quarantäne in Jakarta. So, wie schaut es jetzt mit der Ausreise aus? Also es war ja vor kurzem noch so, dass man ebenfalls zumindest eine Teilimpfung haben musste, um auszureisen. Und das hat eigentlich für jeden gegolten. Es ist nicht der Grund gewesen, warum mein Flug gecancelt worden ist. Ich habe einen Flug gehabt, also ein Businessflug, der ist direkt von Bali noch in die Türkei gegangen, und solche Flüge gibt es nicht mehr. Das heißt, die haben die zwar verkauft, aber die haben nicht wirklich stattgefunden, und deswegen ist das gecancelt worden. So, und jetzt gibt es nur die Möglichkeit, um eben zuerst nach Jakarta zu fliegen, dann checken die das alles ab, ob du getestet worden bist, und dann kannst du ausreisen. So, die generelle Situation hat sich geändert. Man muss nicht mehr vaccinated sein. Ich habe ja Rücksprache gehalten mit der österreichischen Botschaft, falls sich nichts ändert an den Regulierungen. Indonesien ändert tendenziell jeden Tag irgendwas dran. Aber falls sich nichts ändert, dann werden sie mal so eine Spezialtransportgenehmigung oder sonst irgendwas ausstellen. Das habe ich nicht in Anspruch nehmen müssen. Im Moment haben sich die Regulierungen wieder geändert. Das heißt, man kann ohne Impfung ausreisen, wenn man nicht länger als 24 Stunden Transit in Jakarta hat. Passt. Und so hat sich für mich das Ganze auch erledigt. Das heißt, ich werde nächste Woche, lass mich überlegen, übernächste Woche, am 4. geht mein Flug zurück nach Österreich, beziehungsweise zuerst nach Deutschland. Das heißt, ich habe einen Flug Jakarta, dann Istanbul und von Istanbul nach München, und von München werde ich dann abgeholt und werde dann nach Tirol, nach Hause, Heimaturlaub sozusagen fahren. Das heißt, für mich ganz normal, Flug ist gebucht,
Am 3. am Tag davor werde ich dann sozusagen einen Corona-Test machen. Total fein mit dem. Also Hauptsache, ich muss mich nicht impfen lassen. Und wenn die Regulierungen sich nicht geändert hätten, dann hätte ich wahrscheinlich das Angebot von der österreichischen Botschaft in Anspruch nehmen müssen. Muss ich nicht. Das heißt, am 3. Corona-Test, 4. Flug, ich werde dann auf dem Laufenden halten, wie es dann läuft, ob es irgendwelche Komplikationen gibt. Ich habe da schon bei einigen gesehen, die sind teilweise ja fluggecancelt in Jakarta und die sind dann länger, also über einen Tag in Jakarta gewesen und die sind dann in ein Hotel verfrachtet worden und sind aber dann trotzdem am nächsten Tag ohne zusätzlichen Test haben weiterreisen können, sozusagen, da das ja an der Fluggesellschaft gelegen ist oder so. Und die sind dann sozusagen abgegrenzt worden, alles schön in die Räume und dann irgendwie so. Auf alle Fälle habe ich da schon einige Geschichten gehört. Wir werden sehen, wie es bei mir läuft. Ich bin guten Mutes, dass das hoffentlich gut funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt am 4. einen Business-Class-Flug nach München und dann geht es weiter mit dem Auto Richtung Tirol. Genau, das ist der generelle Plan von mir. Ich werde dann, sagen wir mal, 2 bis 3 Monate in Österreich verbringen, Zeit mit der Familie verbringen und ja, ein bisschen chillen, den Sommer noch ein bisschen genießen. Und danach, also in dieser Zeit, werden wir auch ganz genau überlegen, wie es jetzt weitergeht, Businessstruktur, beziehungsweise ja, wie es mit der Steuerresidenz dann ausschaut. Denn, wohl oder übel, irgendwann sollte ich auch eine Steuerresidenz haben und da habe ich eventuell dann Zypern ins Auge gefasst. Da wird es allerdings dann nur Updates geben, wie es dann wirklich ausschaut. Tendenziell ist es so, dass was das KDP-Business angeht, das ist eigentlich ja, easy zum Handeln. Das Einzige ist das, da ich natürlich sehr viel in Krypto rum, sollte ich auch hier ein Modell finden, dass ich halt nicht ja, mich dumm und deppert zahle, was Steuern angeht. Ja, da werden wir sehen, wie es dann in Zypern ist. Ich habe ein Gespräch mit einem Anwalt nächste Woche, so ein Skype-Gespräch mit einem Experten, der was auch einige Klienten nach Zypern auswandern geholfen hat und die eben sehr viel in Krypto haben und da der ziemlich ein gutes ja, Modell sozusagen gefunden. Deswegen ja, nächste Woche Gespräch mit dem Anwalt nur, bevor ich dann von da weg bin und dann ja, werden wir sehen, ob Zypern dann wirklich attraktiv ist oder ich mich in den nächsten Monaten eventuell für Techt ein anderes Land entscheide, je nachdem. Genau, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Informationen geben können, wie es jetzt mit Bali ausschaut. Wie schon gesagt, wenn ihr einreisen wollt, full vaccinated, Test, 8 Tage Quarantänehotel, ab nach Bali. Und wenn ihr ausreisen wollt, keine Vaccination mehr. Das heißt, weniger als 24 Stunden Transit in Jakarta. Test ist ausreichend. Gut, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet oder irgendwelche Anmerkungen, gerne in die Kommentare. Und ja, wenn euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.